Hey, ich bin Kommi Pempai. In diesem Video designe ich Vorstufen, Weiterentwicklungen und völlig neue Pokémon für Pokémon Karmesin und Purpur. Beginnen wir mit einem Konzept für ein Pokémon, welches ich aufgrund der Spekulation rund um die Rätsel des Riddler Qs mir überlegt habe. Einige der letzten Rätsel drehten sich um die Themen Urin und Käfer. Und da der Monat Juni das Thema neue Pokémon besitzt, basteln wir doch gleich daraus ein neues Pokémon. Den sogenannten Route 1 Käfer. Diese Pokémon-Reihe basiert auf verschiedenen Öl- und Bombardierkäfern. Der Lebenszyklus eines Käfers lässt sich in verschiedene Stadien unterteilen. Ölkäfer durchlaufen dabei eine sogenannte Hypermetamorphose. Sie ändern also gleich mehrfach ihre äußeren Merkmale. Also sozusagen Pokémon in real life. Milava basiert auf das Larvenstadium. Dieses Pokémon kann den Geruch von Ferkuli und seiner Weiterentwicklung kaum ertragen. Kann es den Geruch der Schweine nicht entfliehen, so sondert es eine ätzende Flüssigkeit ab. Milava entwickelt sich zu Pubomba. Pubomba repräsentiert das Puppenstadium. Pubomba besitzt eine sehr harte Hülle. Mit dieser schützt es seine weichen und verletzlichen Körperteile. Fühlt es sich bedroht, schmeißt es eine körpereigene Substanz auf seine Gegner. Da es nicht sonderlich beweglich ist, sprengt es sich im äußersten Notfall auch selbst in die Luft. Der Bombardierkäfer hat einen besonderen Verteidigungsmechanismus. Er besitzt spezielle Organe in seinem Hinterleib. In diesem kann er verschiedene Chemikalien zu einem explosivartigen 100 Grad Celsius heißen Gemisch herstellen. Aufgrund dessen entschied ich mich dazu, der letzten Entwicklungsstufe die Typenkombination Käfer-Feuer zu verleihen. Es ist wirklich verwunderlich, dass es noch kein Pokémon gibt, welches auf dem Bombardierkäfer basiert. Pubomba entwickelt sich zu Vulkanone. Mit seinem Hinterleib schießt es eine gefährliche gelbe Substanz auf seine Gegner. Kommt der Gegner mit der Substanz in Berührung, so erleidet dieser schlimme Verbrennungen. Der Riddler kündigte an, dass wir in Pokémon Karmesin und Purpur nach langer Zeit endlich wieder auf generationsübergreifende Vor- bzw. Weiterentwicklungen hoffen können. Ein Paradebeispiel für ein Pokémon, welches schon viel zu lange auf eine Weiterentwicklung wartet, ist Dummiesel. Das Pokémon Dummiesel basiert auf das Tsuchinoko, einem schlangenähnlichen Fabelwesen aus Japan. In vielen Pokédex-Einträgen steht, dass Dummiesel einst in der Lage war zu fliegen. Außerdem teilt es sich seinen Lebensraum mit Dicta. Die Themen Fliegen und Graben wollte ich in Dummiesels Weiterentwicklung vereinen. Eventuell bietet sich für dieses Pokémon eine Typenkombination von Flug und Boden an. Dieses äußerst seltene Pokémon trägt den Namen Grabempor. Grabempor ist in der Lage, mit seinem Schweif tiefe Tunnel zu bohren. Es ist kein äußerst guter Flieger, kann aber mehrere Meter mit seinen Flügeln zurücklegen. Ist es auf der Flucht, beißt es sich selbst in den Schwanz und rollt von dannen. Wie steht ihr eigentlich zu Baby-Pokémon? Denn hier kommt das Bindeglied, auf das alle gewartet haben. Die Vorstufe von Tauros und Miltank. Kukalbi. Ist ein Kukalbi weiblich, dann entwickelt es sich zu Miltank. Ist es männlich, entwickelt es sich zu Tauros. Das Pokémon Kukalbi ist sehr verspielt und neugierig. Durch seine aufgeweckte Natur geriet es ab und an in brenzliche Situationen. Bevor dieses Pokémon den Schwanz einzieht, geht es lieber mit dem Kopf durch die Wand. Ich entschied mich dazu, dass eine Vorstufe für Tauros nicht genug ist. Es kursieren schon seit einer längeren Zeit Gerüchte, dass sich Tauros in einen Minotauros entwickeln könnte. Sofort hatte ich einen Humanoiden mit muskelbepackten Stier im Kopf, der mit Macho Mai um die Wette flext. Fällt euch vielleicht für dieses bezaubernde Pokémon ein Name ein? Ja, ich habe für Tauros ursprünglich eine Regionalform entworfen. Mit der bin ich auch voll und ganz zufrieden. Versteht mich nicht falsch. Aber ich wünsche mir dann doch eine generationsübergreifende Entwicklung für Tauros. Was? Das Licht geht aus? Was ist denn jetzt los? Hey Mom, ich animiere jetzt übrigens sexy Stiere. Liebe Grüße an dich.
Ich hoffe, euch haben die Pokémon-Designs und Animationen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Eure Kommi Penpai.